Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich euch ein paar Ideen näher bringen, was ihr den Gästen auf eurer Hochzeit so schenken könnt. Es gibt ja so diese typischen Sachen, und zwar sind das ja diese Hochzeitsmandeln oder auch Pralinen. Aber heute wollte ich euch mal ein paar andere Ideen näher bringen, die vielleicht mal was anderes sind, was ich persönlich ja sehr, sehr viel schöner finde, wenn es halt nichts zu essen ist, sondern etwas, was der Gast wirklich mit nach Hause nehmen kann, wo er entweder dann was damit tun kann oder es als Erinnerung aufheben kann. Als erstes möchte ich euch noch auf ein älteres Video von mir verweisen. Und zwar habe ich euch da die individualisierbaren M&Ms vorgestellt. Da könnt ihr zum Beispiel ein Bild von euch als Paar draufdrucken lassen und das dann verschenken. Und mit diesen M&Ms kann man dann auch im Verlauf der Hochzeitsfeier diverse Spielchen spielen. Das Video verlinke ich euch jetzt hier nochmal und auch nochmal unten in der Infobox. Ich finde es ja immer toll, wenn die Geschenke dann wirklich personalisiert werden können. Da gibt es zum Beispiel im Internet, googelt es einfach mal, so kleine Metalldöschen, die personalisiert werden können mit eurem Namen und Hochzeitsdatum, vielleicht sogar noch mit dem Namen des Gastes. Und die können dann verwendet werden, zum Beispiel als Pillendöschen oder um so Erfrischerbonbons immer in der Tasche mitzuhaben. Also die haben dann quasi auch noch eine Verwendung im Nachhinein. Bei einer Sommerhochzeit finde ich Fächer auch immer sehr, sehr schön als Gastgeschenk. Da gibt es auch wirklich welche, wo sich die Männer dann nicht schämen müssen, welche zu benutzen, die da halt nicht unbedingt pink sein müssen. Also auch sowas finde ich richtig klasse. Oder auch Lesezeichen. Das ist mal was anderes. Und wenn es zum Paar einfach passt, wenn bekannt ist, dass sie halt gerne lesen oder auch beruflich was mit Büchern zu tun haben, finde ich das eine super klasse Idee mit dem Hochzeitsdatum und dem Namen und noch einem schönen Spruch drauf gedruckt, ist das halt echt mal was anderes. Dann gibt es noch ganz, ganz viele tolle Ideen mit diesen Reagenzgläsern hier. Und da zeige ich euch jetzt mal was. Ich habe hier ja, wie gesagt, so kleine Reagenzgläschen. Die gibt es auch noch größer, die gibt es auch mit einem Korkverschluss. Also je nachdem, wie ihr das möchtet. Und da kann man verschiedenste Sachen reinfüllen. Zum einen finde ich Blumensamen super schöne Idee. Und dann ein Kärtchen dazu schreiben, dass man die Liebe des Paares aussehen soll und dann die, ja, quasi das Ergebnis der Liebe sehen soll, wenn dann die, die Blumen blühen. Also man kann, wie gesagt, Pflanzsamen hier reinfüllen. Dann könnt ihr zum Beispiel Kreationen machen für heiße Schokolade oder Cappuccino und das nennt ihr dann das Rezept für eine heiße Liebe. Da könnt ihr dann zum Beispiel hier einfüllen Trinkschokolade oder auch so Latte Macchiato oder Cappuccino und das Ganze dann natürlich noch ein bisschen verfeinern mit Zuckerstreuseln beispielsweise oder mit Schokostreuseln. Dann könnt ihr reinreiben so Kuvertüre, ich habe hier Zartbitter, man kann aber auch weiße Schokolade einfach so raspeln und das dann hier rein so schichten. Was auch noch möglich sind, sind natürlich Smarties oder M&Ms, das könnt ihr dann in den Hochzeitsfarben beispielsweise machen. Flipflops finde ich auch immer eine tolle Idee, also wenn es natürlich dazu passt. Man muss halt sehen, was man als Paar für ein Typ ist, was man für eine Hochzeit feiert und wenn es eher eine lockere Sommerhochzeit ist, finde ich Flipflops als Gastgeschenk mega toll. Das passt für Männer und für Frauen. Und irgendwann im Laufe der Feier, gerade zum Abend hin, werden die hohen Schuhe einfach unbequem für die Frauen und auch die Anzugsschuhe werden den Männern zu eng. Und ja, es ist sowieso warm und da ist es doch toll, wenn man als Gast Flipflops geschenkt bekommen hat und quasi auch die Erlaubnis damit erhalten hat, diese Flipflops dann am Abend anzuziehen und das Ganze dann einfach ein bisschen lockerer anzugehen. Bei der Recherche zu diesem Video, also ich habe mich natürlich so ein bisschen inspirieren lassen im Internet, habe ich gefunden, dass man sich natürlich auch Jutebeutel ganz individuell bedrucken lassen kann. Und das finde ich richtig, richtig genial, dass da jeder Gast so einen Jutebeutel mit einem tollen Spruch, ihr könnt ein Bild von euch draufdrucken lassen, euer Hochzeitsdatum, euren Namen. Und das kann man natürlich super dann im Nachhinein noch als Gast ja benutzen und hat immer eine Erinnerung an diesen Tag. Was man natürlich auch personalisieren lassen kann, sind Taschenspiegel. Das finde ich auch immer sehr schön, vor allen Dingen für die Frauen.
Außerdem kann man natürlich auch Gläser personalisieren lassen, also die dann gravieren lassen. Da hat man dann die Auswahl zwischen einem Bierglas, Weinglas, Wassergläsern und da könnt ihr dann euren Namen und euer Hochzeitsdatum drauf gravieren lassen. Da gibt es ganz, ganz viele Anbieter im Internet und das finde ich auch immer eine sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt möchte ich euch noch einen Davanda-Shop vorstellen, der auch eine ganz, ganz tolle Idee als Gastgeschenk für die Hochzeit anbietet. Den Shop verlinke ich euch unten in der Infobox und ich zeige euch erstmal, was ich zugeschickt bekommen habe. Ich habe drei so kleine Paketchen bekommen mit ja, Teelichter sind da drin. Und zwar habe ich eins personalisiert für mich und dann zwei mit Pseudonym. Ich finde schon mal die Verpackung richtig, richtig schön. Und ich zeige euch jetzt mal, wie diese Teelichter aussehen. Ihr habt halt hier dieses Teelicht und dann so eine Banderole drum, wo ihr eure individuelle Botschaft draufschreiben könnt. Und das ist dann halt euer Geschenk für euren Gast. Da kann man dann natürlich noch eine schöne Zeremonie draus machen und alle Gäste diese Teelichter anzünden lassen und dann wunderschöne Fotos zum Abend hin damit machen. Prinzipiell erhält man in dem Shop die Möglichkeit, vier verschiedene Botschaften auf diese Banderolen drucken zu lassen. Und zwar ist das zum einen: Schön, dass du da warst. Just married. Danke für die lieben Worte und danke für den schönen Tag. Aber die Inhaberin des Shops ist natürlich auch offen dafür, wenn ihr ganz eigene Ideen habt, wenn ihr da ja, was ganz, ganz anderes drauf gedruckt haben wollt. Da muss man halt nur miteinander sprechen und dann ist das auch möglich. Ich hoffe, mein Video mit, ja, individuellen Gastgeschenken für eure Hochzeit hat euch gefallen. Es war vielleicht das ein oder andere für euch dabei, wo ihr vielleicht noch nicht so dran gedacht habt. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr den Gästen auf eurer Hochzeit schenken wollt oder ihnen geschenkt habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo von euch sehr freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!